Tomatengroßpfanne. Wenn Sie Appetit auf etwas Herzhaftes haben. PH Fleisch waschen, trocken tupfen. Ü in Streifen schneiden, S-Tipp. Gewürz mit 2 EL Öl verrühren. Fleisch damit marinieren, beiseite stellen. Reis nach Packungsangabe in Salzwasser garen. Zwiebeln und Knoblauch abziehen. Zwiebeln klein würfeln, Knoblauch hacken. Haarübriges Öl, 2 EL, in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin portionsunbekanntes Zeichenweise anbraten. Zwiebeln und Knoblauch-unbekanntes Zeichen Lauch dazugeben, mitbraten. Tomaten hinzufügen. Mischung bei kleiner Hitze unbekanntes Zeichen C etwa 5 Minuten köcheln lassen. Gruß mit Salz, Pfeffer und etwas zu unbekanntes Zeichen K erwürzen. Haarreis in ein Sieb abgießen. Wasser 4 kurz abtropfen lassen. Fleisch und Reis auf Tellern anrichten, nach Belly unbekanntes Zeichen Ben mit Petersilie garnieren. Erdbeer-Orangentarte. Mit fertigem Mürbeteig ich ganz fix gemacht. Backofen auf 180 Grad, Umluft. 160 Grad, heizen. Form mit Teig samt Backpapier auslegen, üb erste unbekanntes Zeichen Händenrand abschneiden. Teig mit Backpapier belegen, mit Hülsenfrüch unbekanntes Zeichen Tin beschwieren, ca. 15 Minuten bar unbekanntes Zeichen gehen. Hülsenfrüchte, Papier entfernen. Erdbeeren waschen, putzen, halbieren. Kuvertüre hacken, in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Auf den Kuchenboden streichen. Erdbeeren darauf verteilen. Tortenguss nach Packungsangabe. Mit Orangensaft und Zucker zu. Bereiten, auf den Erdbeeren verteilen. Knusprige Nusswaffeln. Auch eine süße Idee für den Kindergeburtstag. E-Butter schaumig rühren. Zucker und Vanillinzucker hinzufügen. Weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mehl, Nüsse, Quark und Eier dazugeben. Alles zu einem glatten Teig verrühren. Telefonisch Waffeleisen erhitzen, Backflächen. Dünn mit Öl einpinseln. Jeweils etwas Teig auf die heißen Flächen geben unbekanntes Zeichen beim den Deckel schließen und so nacheinander goldbraune Waffeln bar unbekanntes Zeichen gehen. Mit Puderzucker bestäuben und warm oder kalt servieren. Beeren-Panna Cotta. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Kühlzeit, ca. 3 Stunden. FÜR 4 Portionen. 1 Vanilleschote. 300 Gramm Schlagsahne. 300 ml Milch. Ca. 100 Gramm Zucker. 3 blattweiße Gelatine. 500 Gramm Erdbeeren. Saft und Schale von einer Orange. Bio. Nach Belieben Melisse zum Garnieren. Vanilleschote längs aufschneiden, IN-Marker rausschaben. Beides mit Sahne, Milch und 75 Gramm Zucker bei Klei unbekanntes Zeichen näher Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Gelatine in kaltem Wasser sehr einweichen. Beeren waschen, putzen, vierteln. 2 Drittel mit übrig unbekanntes Zeichen gehen Zucker, ca. 25 Gramm, Orangensaft und Schale marinieren. Rest pürieren. Gelatine ausdrücken, im heißen C7-Sahne-Mix auflösen. Schote entfernen. Beerenpüree unterheben. Creme unbekanntes Zeichen Mie in Gläser füllen, zugedeckt meint. 3 Stunden kalt stellen. Mit marinierten Erdbeeren und eventuell Minze servieren.